Jo, hallihallo, hier zum nächsten Tournament oder wie auch immer. Wir spielen Little Nemo, The Dream Master. Das ist ja jetzt die Finalrunde des Turniers. Ich habe es tatsächlich ins Finale geschafft, was ich recht interessant finde. Und ich werde das jetzt hier nicht vorlesen, sonst irgendwas. Ich habe wieder nur eine Stunde Zeit und ja, ich will natürlich versuchen, so weit wie möglich zu kommen in der Stunde. Und ja, die Spiele wurden jetzt gewissermaßen, ich sag mal, neu ausgewählt. Also die wurden jetzt praktisch von den Leuten, also von den Verlierern wurden jetzt praktisch Spiele ausgewählt, die jetzt praktisch als, ja, die praktisch jetzt von den Finalisten gespielt werden. Und ja, da muss man jetzt das hier spielen. Und Leute, ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich mich doch freue, dieses Spiel zu spielen. Es ist eins der schlechtesten NES-Spiele, soweit ich mich erinnere. Wobei es noch nicht mal so schlecht ist. Ugh. Die Sache ist halt bloß, ich hab's auf der Original-NES-Konsole schon mal gespielt. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ich bin aber noch nie weiter als ins zweite Level gekommen. So. Das heißt, das erste Level werde ich wahrscheinlich schaffen. Weil ich halt weiß, was ich zu tun muss. Also, was ich tun muss. Also, kurz mal zur Erklärung für die Leute, die es jetzt noch nicht verstanden haben, was ich jetzt hier eigentlich mache. Also, wir spielen diesen kleinen Jungen. Und dieser kleine Junge kann halt bestimmten Gegnern Bonbons in den Mund schmeißen. Und dafür schlafen die halt ein. Und dann, ja, kann ich mit deren Hilfe Schlüssel einsammeln. Und diese Schlüssel werde ich brauchen, weil ich glaube, hier links war keiner mehr, ne? Ja. Diese Schlüssel werde ich brauchen, weil um das Level abzuschließen, brauche ich 6 Schlüssel. So. Jeder von den Viechern hat seine eigenen Fähigkeiten. Und dieser komische kleine Kackjunge hier, der kann nichts. Ja? Also Leute, der kann wirklich gar nichts. Seine einzige Hoffnung ist, dass er praktisch mit diesen komischen Bonbons irgendein Vieh kriegt und das sich verwandeln kann. Und dann mit Hilfe dieses Viehs, in das er sich verwandelt hat, die Gegner zum getötet kriegt. Durch verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel in dem Fall mit dem Frosch draufspringen. So, hier ist der 6. Schlüssel. Damit habe ich den letzten, damit ich nur noch zur Tür komme. Und dann darf ich mich, warum auch immer ich Schaden erhalten habe, okay, ab ins Ziel. Und alle 6 Schlösser verschwinden, weil ich alle 6 Schlüssel habe. Gut, natürlich geht das Ganze wieder auch eine ganze Stunde. Ich darf mich jetzt freuen, dass, mal wieder ein englischer Raum, muss ich anmerken. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist die ROM, die ich auf dem NES hatte, deutsch gewesen. Jedenfalls hätte jetzt gestanden, Nemo, wach auf, wie oft sollte ich noch rufen? Gut, okay, das ist jetzt übrigens das Level, was ich noch nie geschafft habe. Ihr seht, ich bin echt hier. Übrigens, wenn ich mit Bonbons die Gegner anwerfe, dann passiert das. Ja, so, den Affen kann ich zähmen. So viel weiß ich. Aber ich werde gleich an meinen Grenzen sein. Okay. Bin ja schon beeindruckt, dass die Steuerung hier auf dem Emulator besser klappt. Fuck you. So. Stirb. Ich krieg da oben Energie. Jedenfalls einen Punkt von 6 möglichen. So. Willkommen bei der absoluten Todesstille. Sagt mir mal, wie man den Sprung schaffen soll. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich, ich habe diesen Sprung noch nie geschafft.
Und das ist der Grund, warum ich dieses Spiel noch nie durchgespielt habe. Wegen diesem Sprung. Hm? So. Deswegen, wegen dem Sprung hatte ich auch gewissermaßen kein wirkliches Interesse, dieses Spiel weiterzuspielen. Eieiei. Aber naja, fürs Turnier werde ich es mal versuchen. Beziehungsweise als für meine Zuschauer. Ich habe ja auch so. Ich habe noch vor, in nächster Zeit mal ein neues Format anzugehen, wo ich wahrscheinlich ein paar NES-Spiele teste, also anspiele. Schafft man nicht. Wer in Gottes Namen soll das bitte schaffen? Meine Fresse. Also, wo ich jedenfalls so ein bisschen NES-Spiele anspiele und also so ein Part von Spielen, die man nur halbwegs spielen kann, sage ich mal. Und die Zuschauer von mir können dann praktisch entscheiden, ob ich daraus ein wirkliches LP machen soll. Ich würde dann noch in den Test sagen, ob ich für das Spiel Save States nutzen würde oder nicht, weil ich werde definitiv nicht für alle NES-Spiele ohne Save States spielen. Dagegen ist No Constancy im Hard Mode Witz gegen manche NES-Spiele. Das ist einfach nur grausam, weil No Constancy hat wenigstens noch eine Speicherfunktion. Deswegen hatte ich kein Problem damit, No Constancy im Hard Mode zu spielen. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie man es schaffen soll. Tut mir leid, also ich kann nicht von ganz oben springen, ich kann nicht mit dem Bogensprung springen. Es geht einfach nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das möglich sein soll. So. Mein letztes Leben. Ich befinde mich noch immer im Horror-Level. Ich weiß übrigens, dank Wikipedia, ich habe das jetzt nicht heute aufgerufen, also für den Turnierleiter, für den Fall, dass du dich jetzt denkst, ich habe mich ja gerade über das Spiel vorher informiert. Das ist nicht so der Fall. Ich habe mich aufgrund der Tatsache, dass ich es auf dem NES gespielt habe und ich absolut nicht weitergekommen bin an der Stelle hier, habe ich mich halt auf dem NES über das Spiel informiert. Sag mal, kann ich jetzt... Nee. Okay, unbegründeter Verdacht. Ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Ernsthaft. Es muss doch irgendwie möglich sein. Es geht nicht. Kann der einfach irgendwie einen Doppelsprung in der Luft machen? Ja, ich bin Game Over. Geht mir nicht auf den Sack. Ich muss halt alle Schlüssel nochmal einsammeln. Wenn ich mich recht entsinne, hat es eine Continue-Funktion. Das ist das Einzige, was das Spiel gut macht. So halbwegs. Dass es eine automatisch eingebaute Continue-Funktion hat. Ansonsten wird das Spiel noch schrecklicher als sonst. Also ich glaube, in dieser Runde werde ich hier total versagen. Wenn mein Gegner nicht zufälligerweise schon im ersten Level versagt oder nicht mal zu der Stelle kommt, dann ja, ist das hier praktisch der Untergang, diese Runde. Ich sehe gerade was. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach nur total dumm bin, oder? Ja, wie auch immer du mich getroffen hast. Kann ich mich als kleiner Junge da durch? Nein. Never. Alter, verpisst euch. Einfach nur sterben. Stirb. Oh, Mann. Nee, das ist... Ach, dieses Level ist krankhaft. Ich weiß nicht, was die NES-Designer... Ich weiß gar nicht, von wem ist das Spiel ist. Von Konami, Capcom, von Nintendo, ich weiß es nicht. Bestimmt einer der dreien. Auf jeden Fall ist es von irgendeinem krankhaften Spasten, der gemeint hat, wir müssen ein Spiel bauen, bei dem niemand das Spiel schafft. Weil es unmöglich ist oder so. Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Ich komme da nicht durch diese Engpassage. Und alles andere erscheint mir unmöglich. Also die einzige Möglichkeit meines Erachtens, wie man da runterkommt, ist durch den Sprung. Und der Sprung, naja, ich habe nur eine Idee noch, wie er funktionieren kann, aber das habe ich noch nie gepackt. Nämlich, wenn ich jetzt hier irgendwie... Oh, wow! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin hier unten. Oh nein, was soll... Was? Jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen. Oh, ich war so froh. Ich bin das erste Mal da hingekommen und dann sowas. Naja, vielleicht habe ich ja doch noch einen Fortschritt hier zu verzeichnen. Tausenden versuchen. Bin ja gespannt, was die sich... Also, für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, das Finale dieses Turniers wird ja in 3 Runden ablaufen. Und ich bin gespannt, was sich die Verlierer für krankhafte Scheiße in anderen Runden ausdenken. Wenn das erste schon Little Nemo ist, dann will ich nicht wissen, was der Rest ist. Oh, warum kletterst du hoch? Du beschissener Kack. Warum muss es ausgerechnet eigentlich ein Affe sein? Mal ernsthaft. Wer ist auf die dumme Idee gekommen, den Typen hier auf einem Affen reiten zu lassen? Das muss doch schief gehen. Vor allem, warum trägt der Affe eine Brille? Oh Mann. Also, wenn die mich unbedingt quälen wollten, dann haben sie es geschafft. Ja, danke sehr. Oh, Mann. Bin echt gespannt, was die noch für die zweite und dritte Runde aufbieten. Ich glaube nicht, dass ich das zweite Level schaffen werde in der... Oh, ich glaub's nicht. Da. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Hallo? Danke. Okay. Oh mein. Oh, das ist doch grausam. Nee, da komme ich nicht mal durch. Wozu ist denn diese Passage? Das ist doch einfach. Ich muss doch einfach jetzt nur noch zurückfliegen. Ich kann nicht dauerhaft fliegen! Warum sagt mir das keiner? Wieso kann ich nur begrenzt fliegen? Hä? Oh, ich bin eine Biene, verdammt! Mann. Oh, Capcom ist es also gewesen. Capcom, was habt ihr verbrochen? Ich dachte, Konami wären die asozialsten Spieledesigner mit Castlevania 3 und 1. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt ja die Tage weg und hatte deswegen mal wieder den Genuss, einer Original-NES-Konsole zu spielen. Ich habe es mir ernsthaft angetan, Castlevania 3 durchzuspielen. Alter, das ist ein Dreckspiel, kann ich euch sagen. Castlevania 3 Dracula's Curse ist eins der härtesten NES-Spiele meines Erachtens, die es gibt. Ja, Instant Death Spikes, schon klar. Ich meine... Gerade ab den Dracula-Stages geht's einfach nur noch ins Krankhafte. Gibt's eine Stage, wo man 4 Bosse besiegen muss und dann noch eine, die einfach nur ellenlang designt ist. Einfach nur, die ist einfach so designt, dass man 90% des Levels warten muss. Und das meine ich wirklich so. Man muss wirklich 90% des Levels, man verschwendet so viel Zeit damit, indem man einfach nur permanent darauf wartet, dass Blöcke verschwinden oder erscheinen. Und dann, wenn man das endlich hinter sich hat, den ganzen Mist, dann muss man noch gegen irgendwelche Überbosse kämpfen und die man sich erstmal antrainieren muss. Ja, danke, dass du dich festhältst, du... Es ist so...
Es ist einfach nur ein Affe, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist ein widerliches, dreckiges, hässliches Primatenvieh, was es nicht... Was nicht... Die Intelligenz hat sich mal nicht festzuhalten, wenn ich so... Mann! Warum muss ich mich in diesem... Es ist einfach nur... Ich werde die Runde definitiv verlieren. Aua. Schon die ein Viertel der Zeit rum. Ich habe nicht mal das zweite Level geschafft. Es ist doch zum Kotzen. Also von alles, was ich an angeblichen Skill hatte in diesem Turnier, ist jetzt definitiv in diesem Spiel weg. So viel kann ich euch garantieren. Das ist es gewesen. Also, wenn alle Spiele so scheiße sind wie das hier, dann Prost Mahlzeit. Ganz ehrlich, ich bin gespannt, wie weit mein Gegner kommt. Head Benjamin ist jetzt übrigens mein Gegner. Der andere Finalist. Übrigens, ehrlich gesagt, seit der ersten Runde mein Favorit als potenzieller Finalist, weil ich habe mir ernsthaft gedacht, wenn einer es schaffen könnte, dann wahrscheinlich er, weil er ist halt auch der Einzige, der außer mir noch das Spiel bisher jedes Spiel sehr weit geschafft hat. Also er ist bisher immer zweitbester gewesen, glaube ich. Wobei, bei Kirby war es, glaube ich, nicht aus dem einfachen Grund. Alter, kannst du dich nicht einfach mal... So. Friss Bonbons. Okay. Woran sehe ich denn, wie lange ich fliegen kann? Was ist das? Oh mein Gott. Okay. Da oben ist ein... Alba! Mann! Was ist das für ein Level-Design? Wer kommt auf so einen Rutz? Und natürlich bin ich Game Over. Es hätte ja sein können, dass ich den Schlüssel gespeichert kriege, aber nein, es war mein letztes Leben. Was ist eigentlich TMS? Ich kenne die Firma nicht. Ja, ich gucke mir gerade die Firmen jedes Mal beim Game Over an, damit ich sehe, wen ich in Japan töten muss für dieses Spiel. Hätte ich das jetzt übrigens in dem Format, was ich plane, in diesen Anzock-Dingens von Let's... ja, von NES-Spielen gemacht, dann hätte ich gesagt, dieses Spiel werde ich mit Safeset spielen. Warum könnt ihr euch vielleicht inzwischen denken? Meines Erachtens ist dieses Spiel schwerer als Ninja Gaiden. Und ja, ich habe Ninja Gaiden schon gespielt. Ich habe es zwar noch nicht durchgespielt, aber es liegt wirklich teilweise daran, dass ich es zu langweilig fand. Egal, was ihr jetzt dazu... Ich war oben. Jeder hat gesehen, dass ich oben war. Aber... Little Nemo, Little Kleiner, ich piss mir in die Hose, Spasti, denkt sich, oh, ich muss da runterfallen, weil ich bin zwar oben, aber der Affe war ja noch ein Pixel weiter zu weit rechts und... was versuche ich mir eigentlich zu rechnen? Was versuche ich eigentlich überhaupt, diesem Spiel eine Rechtfertigung zu geben? Das ist einfach nur... nee, das Spiel hat kein... Es hat keine Rechtfertigung verdient. Stirb, Affe. Wenigstens ist eine gute Sache, die du getan hast. Sterben. Wenigstens kriege ich das hier jetzt einigermaßen hin. Ja, genau. Lauf nicht rein. Anstatt die Scheiße. Zwei Leben habe ich noch. Dann sind wieder alle meine Schlüssel weg, die ich bisher habe. Ich merke, wie der Spaß hochquillt. Also, wie gesagt, hätte ich das jetzt in einem Angezockt gemacht, hätte ich das mit Safe States empfohlen, weil, ja, dann hätte ich zum Beispiel an solchen Stellen wie, dass ich den Sprung da unten schaffe, schon mal ein Safe State gesetzt.
Ich bin zwar eigentlich die Meinung, dass Save-States nicht unbedingt von viel Skill zeugen, aber ich bin auch andererseits der Meinung, dass manche Spiele einfach zu krank designt sind. So. Okay. Ja, bloß nicht treffen lassen. Sagte er. Ja, komm halt runter. Okay. Erfolgreich einen weiteren Schlüssel eingesammelt. Ich muss jetzt aber wissen, ob hier links einer war. Ich kann mit der Biene nicht aus dem Wasser raus, ich verstehe. Naja, gut. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob im Wasser, aber dann wahrscheinlich nicht. So. Hier scheint nichts zu sein. Okay, ich glaube, ich muss jetzt warten, bis das Vieh hierher kommt. Weil nur mit dem Vieh werde ich wahrscheinlich drunter durchkommen. Na los. Komm. Oh, ist das euer Ernst? Hallo. Oh Mann. Was soll der Scheiß? Komm her. Echt euer Ernst? Wollt ihr mich echt veräppeln? Was ist das denn für ein Vieh? Der Osterhase. Ach du Scheiße. Vielleicht kann ich ja mit der Biene doch irgendwie das überbrücken. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll man das bitte schaffen? Ich kann nicht ja hier... Moment, jetzt kann ich vielleicht. Ja, natürlich reicht's nicht. Kannst du da aufwachen? Allem anscheinend noch nicht. Schön. Und da ist der Osterhase wieder, der mich umbringt. Juhu, fröhliche Ostern. Oh, da war ein Checkpoint. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel Checkpoints hat. Naja, wenigstens in der Form ist es mal sozial gewesen. Ich muss diesen hässlichen Sprung nicht nochmal machen. Dafür bin ich dem Spiel eigentlich ehrlich gesagt schon ziemlich dankbar. So, jetzt wollte ich wissen, ob ich hier drüber... Nein, natürlich nicht. Gut, ich muss also darauf hoffen, dass das Vieh jetzt nach links kommt. Gut. Let's wait, wir warten auf den komischen Chamäleon. Fuzzi. Das wird spannend. Ich habe ja nur noch... Anu, wieso ist mein Gamepad so dreckig? Ich habe ja nur noch 37 Minuten. Solange wir auf das Chamäleon warten... Bringt's vielleicht, wenn ich näher herangehe. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier stehe, wird's mich wahrscheinlich treffen, oder? Nee. Wow. Wir sind keinen anderen Weg. Wieso kann ich nicht im Ducken laufen? Was ist das für ein dummer Idiot? Was ist das für ein Held? Ich glaube, das Vieh wird wirklich nur nach links und rechts laufen, oder? Es muss doch einen anderen Weg geben. Oh. Nichts gesagt, ich habe meine Zeit verschwendet. Gut, es gibt also tatsächlich einen anderen Weg. Schön, dass mir das sagt, nachdem ich ewig auf das Vieh gewartet habe. So, was kannst du jetzt?
Ah, du kannst auch Wände hochklettern. Was für eine völlig unpraktische... Hey. Okay, offensichtlich kann ich nicht kämpfen, oder was? Ich hatte nur 4 Schlüssel. Oh nein. Okay, ich kann es definitiv nicht durch draufspringen besiegen. Was ist das für ein Spiel? Gut, versuchen wir es also noch einmal. Hier unten ist nichts. Ich muss jetzt genau alles nach Schlüsseln absuchen. Hier ist offensichtlich kein Schlüssel. Hier offensichtlich auch nicht. So. Okay, ist vielleicht auf dem Baum einer? Nein. So. Damit hätten wir den ersten Schlüssel. Gut. Den ersten Tod hätten wir auch. Hey! Woran könnte es bloß liegen? Vielleicht an dem Primaten, der mich... Ach. Oh! Okay, ich habe mich geirrt. Es gibt hier scheinbar doch noch einen an. Wer bist du denn? Ich glaube, ich will nicht mit dir reden. Du verbrauchst meine Zeit. Okay. Was hat mir das gebracht, da jetzt runterzugehen? Kann ich vielleicht mit dem Affen da runter? Nein, der Affe geht unter. Okay, ich sterbe also, obwohl da jetzt Boden... Hinterfrage ich nicht. Also Tiere können nicht schwimmen. Das ist schon mal ein interessanter Fakt. Yay. Hurra, ich bin fast tot. Und das mit dem Vieh, was die meiste HP haben kann. Scheinbar jedenfalls. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es noch irgendwann einen Walross oder sowas. Ich will meinen Frosch wieder haben. Aus dem ersten Level. Der war wenigstens noch halbwegs gut. Okay. Wo ist die Biene? Hä? Wo ist die dumme Biene? Da. Okay. Plus Ausweichmanöver. So. Gucken wir mal, was ist denn hier unten? Tatsächlich ist hier auch irgendwas. Uah. Ich will aber schon gerne wissen, was richtig unten ist, weil... Okay, das ist ein Gegner. Ich will also nicht näher in Kontakt mit ihm kommen. Ein Leben und ein Schlüssel. Okay, dann hast du schon mal das Rätsel, wo ein Schlüssel gewesen ist, gelöst. Komme ich jetzt raus? Hier wieder, okay. So, jetzt haben wir 3 von 5. Vier von fünf. Hier war offensichtlich keiner, dann muss ich jetzt hier runter. Bloß ausweichen. Ausweichmanöver. Und hoch da. Autsch.
dem komme ich auf jeden Fall so lang. Aber ich glaube nicht, dass mir das viel bringt. Mit draufspringen kann ich ja keine Gegner besiegen. So, das ist der 5. Schlüssel. Mir fehlt immer noch ein 6. Und hier ist die Tür. Gut, jetzt ist die Frage, wo ist der letzte Schlüssel? Okay, das Vieh kann auch nicht schwimmen. Ach ja, stimmt, ich kann hier auch abmounten, fällt mir gerade ein. Ich habe so die Vermutung... Autsch. Also ich habe so die dumpfe Vermutung, dass ich jetzt hier nochmal runter muss. Das Medipick-Kit einfach mal... Ja, gut, hat mir ja viel gebracht, das Medikit. Autsch. Danke sehr. Die tolle Unterstützung. Kommst du mal her? So. Gut, ich glaube nämlich... Nein. Verpisst euch, ihr dreckigen Mistkerle. Kaulquappen, Mistviecher. Ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level, Tobi. Meine Fresse, okay. So. Versuchen wir es also noch einmal. Wir wollen Spaß und... Moment. Ich habe die Biene noch nie versucht, links zu testen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier rumfliege? Nanu? Okay. Man kann... Ah ja, okay, ich habe den letzten Schlüssel gefunden. Hurra! Okay. Unverhofft kommt oft, heißt es doch oder so ähnlich. Also das Rätsel... Autsch. Und den letzten Schlüssel wäre damit gelöst. Und damit kann ich mich jetzt also zur Tür begeben. Hoffentlich lebend. So. Okay, komm. Du schaffst es, Nemo. Ja, Level 3 erreicht. Ja. Nach so langer Zeit. 32 Minuten und ich habe das zweite Level abgeschlossen. Nemo, warum bist du außerhalb des Bettes? Geh weg zu deinem Raum. Geh zurück in deinen Raum. Sofort. Aha. Das Haus der Spiele. Okay. Okay, hier sind schon mal direkt zwei Schlüssel. Das klingt ja verlockend. Drei was? Gerade eben hauen die mir so ein Level entgegen und dann kommt ein Level, wo man die ersten drei Schlüssel einfach mal sofort geschenkt bekommt. Okay. Scrolling. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich, warum mir die Schlüssel geschenkt wurden. Wahrscheinlich, weil damit man sie nicht in dieser Passage einsammeln muss. Okay. Ja. Oh, Leben. Nein. Oh, doch. Ich hab's bekommen. Haha. Oh. Ich hab noch die Leben vom letzten Mal. Oh, Scheiße. Warum sagt mir das niemand? Oh, oh. Da wäre noch ein Leben gewesen. Wie hätte ich denn da rankommen? Kommen sollen. Ach du Scheiße, was verlangen die hier denn? Was? Moment mal, wie soll mit dem Ausweichen denn gleichzeitig und den... Hä? Oh, oh Mann. Wenigstens jetzt hier keiner am Anfang, der mich voll labert. Oh mein. Sorry für die Generei, aber
aufgrund der letzten Tage habe ich ein klein wenig geschlafen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Aua. Aua. Gut, ich bin gleich tot. Freut mich. Das habe ich mir gedacht. Macht aber überhaupt nichts. Jetzt habe ich wenigstens wieder volle Leben. Continue. Haus der Spiele. Des Spielzeugs eigentlich. Ach ja. Wenn sie mir doch nur alle 6 Schlüssel direkt geben würden. Aber nein, sie geben mir nur 3. Ich weiß, ich werde gierig. Kann ich eigentlich auch unten durch? Nein, natürlich nicht. Okay. Hallihallo-Zug. So ein Design, dass man die Schlüssel gar nicht verfehlen kann. Aber wie? Wie soll ich die Gegner den Gegnern ausweichen? Das ist ja schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aua. Okay. Das Leben kann ich immer noch einsammeln, wenn ich verlieren sollte. Autsch. Oder vielleicht in besonderen Fällen, wie etwa diesen. So. Da. So, jetzt kommt das Flugeichhörnchen. Okay, das war unfair. Keine Unbesiegbarkeitszeit. Beziehungsweise die Unbesiegbarkeitszeit gilt nicht für Instant-Death-Stacheln. Das ist bösartig. Ich hasse dieses Spiel. Und ich glaube nicht, dass ich mich mit Traum 3 rühmen kann. Grandios. Oh mein Gott. Das wird ein absoluter Spaß. Ein Highlight. Ein Highlight sondergleichen. Oh Mann. Okay. Irgendwie habe ich es geschafft. Was kommt jetzt? Außer, dass es permanent nach unten geht. Obwohl die Strecke noch gerade ist. Oh, Schlüssel. Oh, noch ein Schlüssel. Autsch. Einer fehlt noch und da ist er. Bitte sag, dass es jetzt das Ziel kommt. Bitte sag, dass jetzt das Ziel kommt. Bitte, 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 bitte. What the heck? What the? Oh mein Gott! Alter, ihr beschissenen, kranken Japaner. Von ganz vorne, natürlich. Warum auch sollte man von irgendeiner Position beim Zug anfangen? Super. Ich habe alle Gegenstände, jetzt muss ich nur noch das Level durchschaffen. Witz, komm raus, du bist umzingelt. Scheiße. Leichter gesagt als getan. Ja, grandios, ey. Ich bin so begeistert von meinem Skill. Wenn diese Medipacks nicht teilweise da wären, würde ich wahrscheinlich komplett versagen. Gut. Okay. Jetzt wird's scheiße. Weil jetzt kommt der eigentliche Mist des Levels.
Ich dachte ja, das Level wäre vorher schon schlimm genug gewesen, aber ich habe mich offensichtlich geirrt. Ja, ich springe drüber, aber ich werde getroffen. Das ist vollkommen logisch. So. Oh mein Gott, ist das ein Scheiß. Duck dich einfach. Okay, bitte sag mir, dass es jetzt aufhört. Nein, 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 nein. Oh, bitte, 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 Ende, 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 Ende. Ich will das Ende haben. Wie viel soll denn noch kommen? Ich habe keine Heilung bisher erhalten können. Meine Fresse, jetzt lass endlich die scheiß Tür erscheinen. Ja, natürlich. Ich stand auf dem Block vielleicht. Von ganz vorne. Pff, ja, schön. Hm? Finde ich eine tolle Idee. Alter, die Umsetzung ist super. Oh, ich bin zu Hause und darf mich gleich wieder aufregen über ein Scheißspiel. Naja, wenigstens kann ich so viel sagen, dass ich jetzt dank dem Turnier wenigstens eine Stunde Motivation für das Spiel habe. Sonst würde ich das Spiel niemals mehr als 15 Minuten anrühren. Das könnte ich einfach nicht bei dem Spiel sonst. Ja, danke sehr. Danke sehr. Ich bin übrigens hergekommen, um Treffer zu kassieren. Das war mein Geheim... Also das ist so ein kleiner Fetisch von mir. Mich immer treffen lassen. Ich weiß übrigens nicht, wie man das Leben da oben rankommen soll. Das ist mir noch immer ein Rätsel. So, wann kommt denn das Streifenhörnchen? Okay. Jetzt muss ich irgendwie mich hier durchmanövrieren. Wie auch immer das gehen soll. So. Ich weiß, ich bin sehr, sehr unproduktiv gerade mit Kommentaren, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, das Spiel erklärt sich von selbst. Jetzt geht's los. Alter, das macht mir so einen Schiss, das Level. Ja, ich weiß nicht, wie man dem ausweichen soll. Es tut mir leid, aber kein Plan. Und es wird ja nicht aufhören. Ich weiß nicht, wann das nächste Mal irgendwo noch eine Heilung kommt. Wie, noch mehr Schlüssel? Aber es sind doch nur 6 Schlösser. Jetzt habe ich 9 Schlüssel. Behalte ich die auch im nächsten Level? Ach, das ist bloß Sicherheitsrisiko für den Fall, dass ich die 3 Schlüssel auf der Strecke verpasst habe, oder was? Okay. Wir haben es auf jeden Fall ins 4. Level geschafft. Leute, das ist schon ein ultimativer Rekord für mich. Jetzt kommt wieder das... Nee. Du bist hier genauso hässlich wie ein Affe. So, was kommt jetzt? Unterwasserabenteuer. Oder was? Hätte ich es doch bloß mal nicht so laut ausgesprochen. Schlüssel. Okay. Scheiße. Wo ist der Schlüssel? Ach ja, stimmt ja. Ich halte ja nur 3 Treffer aus. Das ist mir völlig entfallen. Kann ich vielleicht diese komischen Oktopusse kontrollieren? Diese
fallen. Tatsächlich, ich kann die kontrollieren. Aber ich komme nicht ran wegen diesen beschissenen Kackquallen. Hä? Wo kommst du her? Ich habe gerade... Ey, was ist zur Hölle? Wie können die mich einfach so verfolgen? Okay, ich sitze fest. Oh, ist das ein Rotzlevel jetzt schon. Ja, Game Over. So, was kann ich jetzt mit dem Vieh? Aha. Okay, angreifen kann ich offensichtlich nicht. Aber ich kann die Quallen abhängen. Okay, das ist ja wenigstens schon mal ein Vorteil. Aber ich komme nicht mehr an solchen Stellen hoch, oder? Nee, weil es... Warte mal. Nee, das ist nur eine Angriffsattacke, okay. Wow. Natürlich, das habe ich gewusst. Nicht natürlich. Muss man ja vielleicht dazu sagen, nicht, dass es noch jemand ernst nimmt. Immerhin ist das Spiel ja zu 900% blind. Ach du, holy fuck, Dirac. Yay! Oh, da habe ich ja jetzt schon... Ja! Ich reg mich nicht drüber auf. Gucken wir mal hier oben lang. Offensichtlich scheint das der bessere Weg zu sein. Oh, ich habe einen Frosch. Das ist ja nicht sehr praktisch. Offensichtlich. Also oben ist auf jeden Fall der bessere Weg. Jetzt muss ich nur noch irgendwie einen Weg finden, wie ich mit dem Frosch an den Stacheln vorbeikomme. Okay, komm, komm. Ja, Schlüssel eingesammelt. Ich hasse dieses Spiel. Oh ja, ich hasse es. Es ist in der Hinsicht dieses Vieh noch ein bisschen interessant, weil ich hier leicht an den Schlüssel komme und offen leicht raus. So. Ja, verpisst euch. Was willst du eigentlich? Bist du
Ey, ich kann nicht zählen. Es würde mich schon interessieren, was du kannst. Du hast zwar Boxhandschuhe, aber kannst nicht boxen. Was ist das für ein unnützer Fisch? So, die musste ich niesen, habe ich mir gerade so verkneifen können. So. Okay. Der dritte Schlüssel. Okay. Mal sehen, was ist hier unten noch? Offensichtlich die Apokalypse. Oh, fliegende Fische. Natürlich. Fliegende Piranha-Fische, wohlgemerkt. Die habe ich auch täglich in meinem Garten. So. Und vor allem, ich töte die auch, indem ich drauf springe. Ja. 5 Schlüssel. Natürlich fehlen mir noch 2, weil ich einen Frosch habe. Ich offensichtlich hier an dieser Stelle keinen Frosch brauche. Sondern einen hässlichen Krebs. Der nämlich hier ist. Ich hab's doch gewusst, da unten ist nämlich zum Beispiel ein Schlüssel. So, jetzt ist die Frage, wo ist der zweite? Beziehungsweise, was auch noch eine Frage ist, wie komme ich denn mit? Tja. Ich habe keinen Plan. Wo ist der letzte Schlüssel? Ja, grandios. So war's geplant. Ich weiß es nicht. Aber ich wäre nicht Osoma, wenn ich nicht wenigstens eine Vermutung hätte. Ändert aber nicht daran, dass es wahrscheinlich nur ein Hirngespinst ist. So. Ne, da komme ich nicht hoch. Da oben war kein Schlüssel. Aber einer fehlt halt noch. Wahlweise könnte er natürlich hier unten sein. Aber offensichtlich ist es das nicht. Ich habe keine Ahnung, was der für eine Fähigkeit hat. Außer dass er so eigentlich so super schwimmen kann. Naja, so halbwegs. Es muss doch irgendwas geben, was dieses. Was nicht nur diesen Fisch sinnvoll macht, sondern was mir jetzt auch weiterhilft. Oh. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Speicherpunkt ist.
So. Wir können ja noch mal den einen Schlüssel einlegen. Auch wenn es nichts bringt. Ich brauche diesen letzten Schlüssel. Ohne den kann ich es vergessen. Aber wie komme ich an den letzten Schlüssel ran? Boah, zur Hölle ist dieser letzte Schlüssel. Ich kann mich hier wohl nicht durch die Wand bohren. Und hier kommt das Vieh nicht hoch. Ich verstehe es nicht. Es ist mal wieder so ein versteckter Schlüssel, den ich nicht kapiere. Neueste Hauptaufgabe: finde den das Versteck des Schlüssels. Nummer 5. Hast jetzt alle anderen gefunden, jetzt finde nur noch den 5. Vielleicht ist er unlogischerweise gleich links. Nein. Ich glaube, es lohnt sich schon fast gar nicht mehr. Das wird wahrscheinlich mein letzter Versuch sein, weil wir sind jetzt bei 56 Minuten. Ja, dann leck mich halt am Arsch. So. Wahrscheinlich ist der Schlüssel hier unten. Hat er kaum gesagt, und schon findet er es heraus. Okay, komm. Nee, offensichtlich war es doch nicht unten. Tja, okay, ich habe keinen Plan, wo der letzte Schlüssel ist. Und eine Suchaktion würde sich nicht mehr lohnen. Deswegen, Beststand 4 von 5 Schlüsseln bei der Tür im Level 4. An der Stelle werde ich dann aufhören. Und ich danke fürs Zusehen dieses scheiß Spiels. Vielleicht werde ich das LP mal irgendwann weiterspielen. Mit Saves jetzt dann. Und vielleicht mit einer Komplettlösung. Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt genug von dem Spiel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.